Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Wie mache ich Tropfhonig? Für guten Tropfhonig brauchen wir leckere Naturwaben. Und diese schneiden wir natürlich erstmal aus. Und nochmal eine. Das war eine Naturwabe, die wir gestern aus Versehen angefangen haben zu entdeckeln, weil es in der Honigernte von den Mittelwand-Honigwaben dabei war. Seht ihr? Ups. Ah, Moment, das war die ja gar nicht. Das war die, diese hier war es. Ja, da haben wir aus Versehen die Hälfte schon entdeckelt. Ist aber nicht schlimm, weil das geht dann in den Tropfhonig rein. Also das, was jetzt hier zu sehen ist, ist eine zu 100% von den Honigbienen erbaute Wabe, die dann mit Honig gefüllt worden ist. Und deswegen machen wir jetzt erstmal die Stückchen für den leckeren Wabenhonig in die Verpackung rein. Ich habe dafür Lebensmittelschälchen in groß und in klein. So viel sind es gar nicht, ein paar kleine. So, ich muss das aber noch hier sortieren, weil das hier war nämlich gestern alles ein Bienenstand. Von Wettersbach war das. Naturwabenhonig vom Berg sozusagen. Also was ich jetzt mache, ist, ich gucke mir nochmal die Seiten genau an und es muss ja auch vor allen Dingen passen in die Kiste. Und das, was ganz am Anfang hier steht, das könnte ja tatsächlich noch einen Leitwachsstreifen drin haben. Weil wenn ihr Naturwaben im Rähmchen von den Bienen bauen lässt, dann ist es natürlich schon eine gute Idee, da einen ganz kleinen Leitwachsstreifen reinzulegen. Oder wenn die Wabe schon Bestand hatte, wie die jetzt hier, dann lasse ich immer einen Streifen stehen. Wenn ich das hier komplett wegmachen würde, müsste ich wieder einen Leitwachsstreifen einlöten, damit die Bienen an diesen Rähmchen dann einigermaßen gerade ihre Waben ziehen. Und deswegen schneide ich da halt auch immer so den ersten Zentimeter einfach runter. Reine Vorsichtsmaßnahme, falls dort eben so ein kleiner Leitwachsstreifen drin wäre. Also das hier sieht alles schon mal richtig lecker aus und geht auch so dann in den Verkauf. Da war wieder eventuell Leitwerkstreifen. Und ihr seht auch, ich bin hier total großzügig, weil alles, was ich hier abschneide, ist eben gar kein Verlust, sondern das geht dann in die Tropfhonigproduktion. Und darum geht es ja eigentlich jetzt in dem Video. Ein Stückchen weg. Und hier war der Holzrahmen, also da kann man auch ein bisschen großzügiger sein. Das können wir auch zum Beispiel neben die Spitze hier. So.
So, da genau. Das waren die drei Stücke, wo von der gegenüberliegenden Seite leider eine Spur mit der Entdeckungsgabel drüber gegangen wurde. Deswegen kommt jetzt hier nicht in die Verkaufspackung rein. Ne? Also das, da wird ein Tropfhonig gepackt. Und auch sowas hier, seht ihr, das muss ja jetzt nicht unbedingt im Wabenhonig landen. Das geht auch in Tropfhonig rein. Für einen Wabenhonig nehmen wir wirklich die schönsten Stücke. Während des Stücks dann auch der Tropfhonig. Gut, jetzt seht ihr, wir haben jetzt einfach einen Überschuss an Waben, die ich nicht für den Verkauf nehmen wollte. Das, was wirklich richtig super verdeckelt ist, ist alles in den Packungen drin und übrig bleibt jetzt eben die nicht so schicken Honigwaben. Da das Naturwabenbau ist, ist das weich wie Butter. Und ihr könnt zum Beispiel jetzt die Waben einfach stampfen. Ihr könnt eine Gabel nehmen und quetschen. Es geht aber auch einfach sehr zügig, wenn man nur ein spitzes Messer nimmt. Ein kleines. Mit einem kleinen Messer kommt man meistens besser vorwärts wie mit einem großen, wo alles verklebt. Und dann ist der Sinn, dass ihr alle Zellen aufschneidet. Wenn die Zellen verdeckelt sind oder noch annähernd die Sechseckform haben, dann fließt der Honig wirklich sehr, sehr schwer raus. Übrigens, vielleicht sieht es nicht so anstrengend aus, es ist aber unglaublich anstrengend und das kommt fast im Fitnessstudio schon gleich. Also wer das nicht geübt hat, der wird auf jeden Fall am nächsten Tag ein bisschen Muskelkater haben. Man kann auch so einen Teigschaber nehmen mit einem Holzstab dran und dann einfach so reinstampfen. Geht genauso. Ne? Hauptsache ihr habt halt eine spitze Kante, wo man einfach ganz penibel die komplette Wabe erwischen kann und Stück für Stück eben runter bricht. Hier kann man es dann nochmal sehen. Also wir haben jetzt hier diese Linie an einer Naturwabe und das ist eigentlich wie beim Koch, ne, der Mohrrüben schneidet. Erstmal kleine Rippchen. Je dünner, desto besser. Und dann geht man nochmal von der anderen Querseite drüber. Und da kann man sich ziemlich sicher sein, dass danach jede Zelle auf ist. Wunderbar. Und unser Tropfhonig geht in den nächsten Schritt rein. Wir brauchen einen Teigschaber. Ich hoffe, ich habe drüben einen. Aber ich bin mir da nicht sicher. Deswegen nehme ich dann noch mal einen mit. Ja, komm schon. So, dann geht der Tropfhonig in das Lochblech von der Schleuder. Und fließt durch die Schleuder genauso durch wie auch ein Schleuderhonig mit einem Unterschied. Er kommt eben aus einer zerstückelten Naturwabe, hat sich damit mit wesentlich mehr Aroma angereichert. Ganz viel Aroma vom Honig übrigens steckt immer im Bienenwachs. Und wenn man das eben so macht,
dann geht das Aroma da halt richtig schön rein. Eine weitere Besonderheit ist, da kommt einfach wesentlich mehr Blütenpollen mit dazu, weil da hat man ja auch immer mal wieder Naturwaben mit Pollen drauf. Und wenn ich die da drin zerstampfe, dann reichert sich der einfach mehr an mit dem Perga, also mit dem verarbeiteten Blütenpollen. Der ist von den Bienen von der Enzymatik her für uns Menschen auch aufgeschlüsselt worden. Das heißt 100% verdaulich und annehmbar von den Inhaltsstoffen. Deswegen ist der Pollen übrigens so wertvoll. Und den habt ihr in dem Tropfhonig, wie gesagt als Bienenprodukt in der Perga-Form, einfach mehr drin wie in jedem anderen Schleuderhonig. Und was ich privat persönlich halt noch gerne mache, wenn ich jetzt diesen besonderen Tropfhonig schon so herstelle mit dieser Mühe und mit den hohen ja, Aminokettengehältern und Blütenpollen-Perga-Form drin, dann kann man das Ganze ja noch ergänzen, indem ihr Propolis reinfügt oder Chili Royale. Ich persönlich mache da nur Propolis rein. Also Tropfhonig aus gestampften Waben mit Perga plus Propolis und das ergibt den Bivital regenerative Tropfhonig. Der Honig fließt hier durch, geht hier durch den Honig-Doppelsieb durch, direkt in den Endeimer und Deckel drauf, fertig. Natürlich kommen da jetzt immer mehr Honig noch dazu, das war jetzt in dem Fall gerade mal der Anfang. Hier ist übrigens dieses Gerät, mit dem man auch ziemlich gut stampfen kann, so eine Gummilippe. Kann man machen, wie man es mag. Ich nehme halt spitze Messer, weil ich da am schnellsten bin. Es kommt aufs Ergebnis drauf an. Ihr braucht nämlich wirklich diese Matschepampe, den Matschehonig, damit es schnell und gut durchfließt. Tatsächlich dauert das jetzt ziemlich lang. Lassen wir mal hier 2 Stunden vergehen. Dann ist das alles komplett trocken. Die trockenen Waben sieht man dann daran, dass die sind nicht so glänzlich, die sind eher matt. Und das Zeug übrigens geht wiederum ins Bienenvolk rein, kann man in Futterkisten legen, leer schlecken lassen und maximum einen halben Zentimeter hoch, weil die Biene hat kein Werkzeug, um es wegzudrücken und ganz unten zu schlecken, sondern sie kann nur die Oberfläche, so maximum einen halben Zentimeter von diesen Entdeckungswachssachen oder Stampfhonig Überresten auch sauber machen. Hier kommt dann noch der Deckel drauf jeweils.